Heute wieder ein aktuelles Too Good To Go Video und natürlich passt es da gut, dass wir uns zwei neue Optionen bei Too Good To Go angucken, beziehungsweise so neu sind die vielleicht auch nicht mehr, aber sie sind halt so innerhalb des letzten Jahres neu hinzugekommen. Und unter dem letzten Video wurde ich außerdem auch darum gebeten, das eine mal auszuprobieren, und zwar die Pakete. In der Too Good To Go App gibt es jetzt hier diese neue Option, nämlich Lieferung. Und da sieht man dann diverse Pakete. Beziehungsweise manchmal ist auch alles ausverkauft, aber da muss man einfach über den Tag immer mal wieder reingucken. Da kommen auch immer wieder neue dazu. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel gerade ein Paw Patrol Dr. Oetker Paket, was man sich bestellen kann. Andere Pakete, die allerdings schon ausverkauft sind, sind Oreos oder so Instant-Nudeln und sowas. Also man merkt schon, dass bei den meisten Paketen auch relativ konkret dabei steht, was eigentlich drin ist. Ja, nicht wundern, dass gerade alles so ein bisschen rötlich wird, aber die Sonne hat beschlossen, jetzt doch noch mal kurz rauszukommen. Im Vergleich zu den Überraschungstüten sind die auch ein bisschen teurer, was aber auch Sinn macht, weil in so einem Paket in der Regel ja auch mehr drin ist, als jetzt in so einer kleinen Bäckereitüte. Angegeben ist, dass die Sachen um etwa 50% reduziert sind und dass der Grund dafür eben ist, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum demnächst abläuft oder dass es irgendwelche Transportschäden gegeben hat, aber dass eben die Lebensmittel an sich noch verzehrbar sind. Ich muss sagen, die meisten Pakete haben mir vom Inhalt jetzt nicht so zugesagt, weshalb ich mich für ein Überraschungspaket entschieden habe, was ich aber auch wesentlich spannender finde. Ja, Liefergebühren waren jetzt 1,85 Euro. Ist natürlich praktisch, gerade für Leute, die zeitlich nicht so flexibel sind, wenn man sich das Ganze einfach nach Hause schicken lassen kann. Ich habe mein Paket vor 4 Tagen bestellt. Das war allerdings auch ein Donnerstag. Und jetzt heute am Montag ist es dann angekommen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal rein. So. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich werde jetzt zwar das Mindesthaltbarkeitsdatum dazu sagen, aber das heißt natürlich nicht, dass man die Sachen danach nicht mehr essen kann. Ich will euch das einfach nur als Info geben. Angefangen mit was Süßem. Haltbar bis zum 20.09., also noch knapp einen Monat. Semmelbrösel. Die sind bis Ende Januar 2025 haltbar. Eine Packung Golden Oreos. Von denen gab es übrigens auch so ein komplettes Paket. Also wo, glaube ich, wirklich nur diese Kekse drin sind. Die hier sind jetzt haltbar bis zum 9. Oktober. Also noch knapp 1,5 Monate. Ja, ich glaube, so lange werden die nicht halten bei mir. Eine Lasagne-Würzmischung habe ich auch noch nicht gesehen. Ist noch knapp 1 Jahr haltbar. Nudeln! Ich liebe Nudeln, also perfekt. Die sind noch haltbar bis Januar und die hier bis Februar. Ah, die sind von Reishunger. Ich wusste gar nicht, dass die auch Nudeln machen. Eine Packung Yogi-Tee Kurkuma Orange. Haltbar noch bis Juli nächsten Jahres. Ich weiß nicht, ob das so ganz mein Geschmack ist, aber kann man ja zum Beispiel auch einfach verschenken dann. Ein Glas Guacamole-Style-Dip. Dipsoße mit Avocado und Paprika. Klingt eigentlich ganz lecker. Und ist auch noch bis Juli nächsten Jahres haltbar. Eine weitere Sache, von der es auch ein komplettes Paket zu kaufen gab, sind hier diese Instant-Nudeln.
Das ist jetzt Thai Roasted Chicken. Die sind noch bis Oktober haltbar, also auch knapp ein, zwei Monate. Karamellkuchenglasur. Haltbar noch bis November. Tatsächlich habe ich gerade ein Bananenbrotrezept für mich entdeckt. Vielleicht würde das ganz gut schmecken, wenn man das da drüber macht. Hier zwei vegane Proteinriegel von Heimatgut. Einmal Chocolate Peanut und Chocolate Hazelnut. Die sind auch noch knapp 2 Monate haltbar. Kräuter Pesto Würzpaste. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Zum Marinieren. Wenn ich es richtig erkenne, war die jetzt bis Juli haltbar. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man noch eine Weile nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums essen kann. Ein Dreierpack Soja-Kochsahne. Haltbar noch bis Ende des Jahres. Kann ich tatsächlich auch sehr gut gebrauchen, wenn ich mir Soße für meine Nudeln mache. Ja, dann hier nochmal diese Kügelchen in einer anderen Sorte. Das ist jetzt Vanille und Schoko. Auch noch 1 Monat haltbar. Und hier sind dann auch noch mal so zwei Würzmischungen. Also das ist so ein bisschen wie Maggi Fix quasi. Für geschnetzeltes Züricher Art und Gnocchi-Gemüsepfanne. Das eine ist noch haltbar bis Juli 2025 und das andere sogar bis September 2025. Und zu guter Letzt ein kleines Gläschen Korianderpaste. Leicht scharf, muss ich mal schauen. Aber ich bin ja eine dieser Personen, die Koriander gerne mag. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es genetisch bedingt ist, dass ein Teil der Menschheit Koriander total gerne mag und ein Teil kann es absolut gar nicht ab. Ich mag Koriander von daher und das ist auch noch knapp 2 Monate haltbar. Also ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht von meinem Überraschungspaket. Ich hatte gedacht, da wären jetzt einige Sachen drin, die ich eher nicht essen würde. Aber außer vielleicht ein oder zwei Dinge werde ich, glaube ich, alles davon auch essen. Die anderen Sachen dann halt verschenken oder so. Die meisten Sachen sind auch noch super lang haltbar. Ich habe jetzt keine Schäden an den Verpackungen gesehen. Es sind viele verschiedene Sachen. Also ja, ich finde es echt cool. Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich öfter mal so ein Paket zu bestellen. Jetzt nicht regelmäßig einmal pro Woche. Dafür ist es mir dann doch zu teuer. Ist aber auch so eine ganz gute Gelegenheit, um mal so neue Sachen auszuprobieren, die man sich im Supermarkt jetzt vielleicht nicht gekauft hätte. Die andere neuere Form von Angebot, die ich mir zwar jetzt nicht gekauft habe, aber über die ich ganz kurz auch noch sprechen wollte, ist der dynamische Preis. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Bei manchen Angeboten steht jetzt kein fester Preis mehr dabei, sondern da steht dann eben dynamischer Preis und das bedeutet so viel, dass sich der Preis eben mit der Zeit verändern kann. Und zwar so im Sinne von einer Rückwärtsauktion. Also je mehr Zeit vergeht, umso günstiger wird dann das Angebot. Ich habe letztens mal die große Überraschungstüte von Flink beobachtet. Die hat bei 9,99 € angefangen. Und so alle paar Stunden ist der Preis dann um 1 € runtergegangen. Am Ende war es dann bei 7,99 € ausverkauft.
Letztens war es dann aber tatsächlich auch bei 9,99 € schon mal ausverkauft. Also am besten beobachtet man diese Art von Angebot so an ein paar unterschiedlichen Tagen, um zu gucken, bei welchem Preis das ungefähr immer ausverkauft ist und ja, also was quasi der beste Preis ist, zu dem man selbst das kriegen kann. Ich weiß nicht, ob ich so ein großer Fan von dieser Art von Angebot bin, weil mich würde das wahrscheinlich einfach total nervös machen. Also man sieht halt auch nicht, wie viele Pakete es im Endeffekt gibt. Was heißt, es kann theoretisch jede Sekunde ausverkauft sein. Also es ist wirklich einfach so ein bisschen wie Glücksspiel. Und ich würde dann wahrscheinlich die ganze Zeit denken, wenn ich es mir irgendwann gekauft hätte, so, ah, hätte ich es nicht vielleicht noch ein bisschen günstiger kriegen können. Also ich glaube, mir persönlich sind dann doch die Angebote lieber, wo ich einfach von Anfang an einen festen Preis habe. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Jetzt wisst ihr Bescheid über den dynamischen Preis und über die Pakete. Für heute war es das dann auch wieder und ich hoffe, dass ich euch schon ganz bald mit dem nächsten Too Good To Go Video beglücken kann.